Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Und weiter geht's mit Kapitel 2. So, Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Wie ist das sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Morgen, Jungs. Oder Abend? Moinsen. Schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treffer rauf. Naja, ich komm ja schon, Was? Hey, schöner Tag, nicht? Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas. Cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nichts. Nos encargamos de él. Ich merke schon, du bist beliebt. Du hast viele Freunde hier. Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Hey. MK, irgendwo? Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Dann bist du früh genug raus. Okay. Pero no escuchaste. Oh oh. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Arme Sau. Oh, eine Ratte. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Große Ratte. Er gesagt, große Ratten. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Ach, da lang. Okay. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nee, kein bisschen. Ja, schon klar. Ja, ich gehe ja schon, ne? Dadurch. Verdammt große Ratten, ne? Ja? Ja, hier ist nichts, oder? Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist,
Kannst du das mit Rafe ausmachen? Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Sehr schön, sehr schön. Ah, gut. So. Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Was? Kisten. Klasse, danke. Wo ist der Arbeitstisch? Ach, da hinten. Na, Papa. Na, rutsch mal. Okay. Na, komm mal da. Ich will nur mal gucken. Ich will zwar gucken, ob hier irgendwas ist, ne? Na, wir wissen ja auch, ne? Hier gibt es ja wunderschöne Schätze zu finden auch. Na, hier komme ich nicht runter, ne? Sieht zumindest nicht danach aus, Mann. Hm? Na, ja, hoch. Ja, muss ich das zumindest mal gucken können, ne? Aber. Schön sieht's aus, das muss man mal sagen, oder? Schön sieht's aus, auf jeden Fall. Hm. Ah, dann hab ich. Langsam. Junge, bricht dich nur irgendwas. Jetzt komm hier hoch, los. So, wo ist das denn jetzt? Hm. Ja, ich denke mal, ich komme ja irgendwo hier hoch, oder? Hm. Lass mal, warte mal. Hä? Na, pass mal, wo muss ich hier lang? Ah, ja, ja, so. Ja, siehst du, Kinderspiel, sag ich doch. Was ist denn da? Hm. So, jetzt mal hoppidi hopp, hoch mit dir. Oh, hallo. Nee, da gehen wir wieder runter, da wollen wir nicht hin. So. So, wollen wir hier ein bisschen was. Da haben wir was. Bingo. Und weiter geht's. Sehr schön. Gibt's da irgendwas hier? Okay. Ja, wie ich mit dir jetzt. So. Gibt's hier irgendwas? Da haben wir was. Oh, sie haben einen Schatz gefunden. Sehr schön. Okay. Oh, sehr schön sieht er aus. Sehr schön. Okay. Unser erster Schatz. Jetzt kommen wir hoch mit dir. Da freuen wir uns doch, ne? So, okay. Und jetzt gehen wir. Okay, damit wird es klappen. Ach so, ja. Oh, Junge. Ach so, der Dreh, das wollte gerade schon sagen, Junge. Der hat aber Muckis. Mal hoch hier raus. So, und jetzt pass mal auf, ist hier oben irgendwas? Ja. Keine Ahnung, wer weiß, ob da nicht irgendwas da oben noch liegt. Ah, ich glaube nicht, ne? Ja, gut, okay, da oben ist das Ziel also. Achso. Ah, ja. Okay, Seil. Dann mit so einem Unterseil. So, und dann mal hoppidi ab. Und. Oh, lass. Oh. Blöd. Naja, halb so schlimm. Dann nur anfänglich hier Startschwierigkeiten, sonst nix. So, Und auf geht's. Und. Los. Ach komm schon. Ey, du weißt, ich muss das aber schaffen. Ja, gut. Und auf geht's.
Jetzt aber, ne? So, sagt Sam. So, dann. Dim. Ja, gut, okay. Und? Ah, sieht ein bisschen mehr Schwung, würde ich sagen, ne? So. Okay, jetzt müssen wir. Wo lang? Ich gehe erstmal hier rüber. Ist das unten irgendwas, dieser Punkt da unten, oder? Was nichts. Erstmal mal so. Oh, Alter Schwede. Junge. So, das haben wir auch schon mal. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Okay. Also, wie sieht der Plan aus? Plan sieht aus, runterrutschen und dabei das Seil verwenden. Wow. Okay. So, und dann irgendwie darüber. Ach, was hat's denn? So. Ja, Kinderspiel. Ein Kinderspiel, sage ich euch. Jetzt komm hoch mit dir. Auf nach oben. Nee, auf nach oben. Irgendwas? Noch los. Komme ich irgendwie, habe ich die Möglichkeit, irgendwie hochzukommen? Das sieht ja so aus, als ob ich da irgendwie hoch kann, ne? Also komm hoch. Komm hoch, los. Ja. Da. Komm her. Achso, hier. Deswegen nur. Achso, ja. Ist natürlich die große Frage, ist unten vielleicht irgendwo ein Schatz oder so? Mhm. Wer weiß. Und jetzt rüber mit dir, komm, ein großer Satz. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. So, hopp. Ah, ja. Oh, Mist! Ja. Oh. Los, komm hoch mit dir, los, hopp. Atlas. So, jetzt komm, wo jetzt lang? Zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Echt? Hier auf den Galgen? Okay. Okay. Passt. Ja genau, wo lang jetzt? Wo lang? Dann geht's runter. Machen wir noch irgendwas? Ich muss da hoch. Ja, das können wir ja gleich alles machen, ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Erstmal gucken wir hier. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Meinst du? Hier wohl gestorben? Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Aha. Okay. Okay, wer es lesen möchte, kann sich ja anlesen. Durchlesen meine ich dann anlesen. Ja, genau. So. Nicht? Nee, nicht zurücklegen. Kannst du es nicht mitnehmen oder so? Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Hier ist nichts. Ist nur irgendwas, was es hier gibt? Nee. So. Okay, deswegen wahrscheinlich auch von. Aha, ja.
Okay. Na, komm hoch mit dir. Dann machen wir jetzt hier einen Hopp-Hopp darüber. So. Ach, das macht auf jeden Fall wieder richtig schön Spaß, das Klettern. Auf jeden Fall. Das ist wieder herrlich mal. Und ich kann es nur wiederholen. Es sieht einfach nur geil aus. Einfach nur schön. So. Hopp. Ah, komm schon. Oh oh. Ja, ein bisschen schneller. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Meinst du? Komm rein mit dir, los. Burnszelle. Das ist die. Ihr Sweet. Okay. Okay. Wo fange ich an? Okay, ein kleines. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Hm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Hm. Okay. Ah, steht da. Okay, drehen. Schon besser. Ach so. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay. Schütze und Skorpion, alles klar. Okay, Schütze und Skorpion, wo haben wir jetzt hier was? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ja, auf jeden Fall ist es eine Bedeutung. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Da haben wir. Schütze gleich X. Mhm. Schütze gleich X, war das? Mhm, da. Römische 10. Im Brief. Ja, genau, warte mal, das ist gleich 3. Das Skorpionzeichen. Das ist das Skorpionzeichen. Mhm. Okay, 2. Sag mal hier. Mhm. Die römische Zahl 2. Nein. Hm. Okay, versuchen wir es mal an dieser wo Wand. Wo ist das Schütze-Symbol? Hm. Da ist das Schütze-Symbol. Römische 10. Ja. Schütze, römische 10. Hm. Nein, nicht das. Leider nein. Ey, die 10 reagiert ja gar nicht, ne? Das ist 10, okay.
Was könnten wir denn, warte mal, auch nicht. Auch nicht. Schütze ist 10, pass mal auf. Das ist gleich 3, okay. Das fängt ja schon mal richtig gut an, ne? Nochmal die Notiz her. Nutze ich alles für Symbole. Zehn und zwei. X und II. Aha. Sieh sich das an. Fein, fein. Okay. Na, factis recipimus. So, nur. Das muss es sein. Zurück. Okay, dann mal zurück. Okay, aha. Warte mal, wenn das das... Was ist das Symbol? Vertäusche ich mich vielleicht da? Okay. Es kommt schon jetzt aber. Los, geh auf. Ab. Oh, Vorsicht, nee. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was sind wir jetzt hier überhaupt? Ich sehe. Hallo? Und abwärts. Ja, das ist die gute Frage, ne? Runter, ja? Da geht ja nicht nur runter, ne? Jetzt? Na, den Rest, den schaffen wir auch dann so. Oh, oh. Da hat aber was geblinkt, ne? Ab. Und okay. Abwärts. So, genau. Jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir... So. Aber ist da unten jetzt irgendwas oder ist da unten nichts? Wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Komm auch jetzt mit dir. Ab, ab, ab. So. Vorsicht. Ja, ich mach schon vorsichtig, keine Panik. Oh oh. Wie wohl lang jetzt hier?
Machen wir einfach mal. Auf ein neues. Opa, so. Ja. Das kriegt Ray niemals hin. Nee, auf keinen Fall. Da hinten ist sonst nichts mehr, ne? Na gut, dann kommen wir auch hin. Oh, auch mit dir. Ja, immer jetzt drück. Mach das Tor auf. Los. Jetzt, schnell. Ah. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja.